mehr von letztes Mal, du darfst alles neu machen. Ich dachte mir so, scheiße, ich darf deswegen ein Modul immer schön zur FH fahren. Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Community-Server. Ja, wir sind jetzt im Dezember und der Silage-Preis ist richtig, richtig gut. Bisher der höchste Preis war 345 und jetzt ist er gerade beim Viehhandel bei 359. Ich habe hier schon mal den Anhänger hier ja, fast vollgeladen und ja, wir haben da noch einiges drin liegen. Es heißt, mal losfahren ab zum Viehhandel. Da wird der erste Teil an Silage verkauft. Es wird so sein, dass der Preis anfangen wird zu fallen, je mehr das ich verkaufe. Schauen wir mal, wann er anfängt zu fallen. Wir müssen es halt einfach unglaublich schnell sein. Und ja, wenn er dann ein Stückchen gefallen ist, dann werde ich den... Ich hänge nirgends. So. Was war denn vorbei? Wenn ein Stückchen gefallen ist, sagen wir 20 Euro die Tonne, weniger wie jetzt, dann werde ich hergehen und werde das Ganze pausieren, bis sich der Preis wieder ein bisschen erholt hat. Denn ihr habt ja gerade in der Grafik gesehen, dass auch im Januar der Silagepreis sehr gut sein soll, sogar tendenziell noch ein Ticken höher wie jetzt im Dezember. Aber warum fange ich jetzt an? Ja, ich habe brutal viel Silage. Zusätzlich hat Benjamin viel Silage. Und das in Kombination ist halt, wenn das alles gleichzeitig verkauft wird, wird der Preis sowas von runtergehen. Deshalb sage ich mir, ja... Dann habe ich halt ein bisschen weniger, wie ich optimal haben kann, aber ich bin zumindest im Schnitt die ganze Zeit möglichst nah am Optimum. Und ja, der muss hier ganz schön ziehen. Ja, wir haben, ihr seht es ja, seit ein paar Tagen die Rea-Mods drauf und das ist so das erste Mal, dass ich größere Lasten ziehe seitdem. Muss ich mal beobachten. Vielleicht müssen wir den Schlepper jetzt gleich reparieren. Bisher hat es mich nie groß gestört, wenn er ein bisschen langsamer war. Meistens ist er trotzdem noch fast genauso schnell gefahren wie original, trotz Verschleiß. Und ja, ich weiß, wenn der Traktor verschlissen ist, dann ist auch der Verbrauch von Diesel höher wie normalerweise. Vollkommen richtig. Aber das bisschen, ich habe es noch nicht getestet, aber was ich mir vorstelle, das bisschen, was ich dann mehr Verbrauch habe, wenn das 40% sind, ist preislich immer noch weniger wie... das, was die Reparaturkosten sind. Weil wenn der jetzt so langsam aus dem Quark rauskommt, wir fahren da lang, dann können wir den Schwung beibehalten. Zumindest ein Berg hoch da hinten. Wir schauen gleich mal, wie es im leeren Zustand ist.
Aber dann ist jetzt vielleicht mit den ganzen Rea-Mods der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, okay, ist mir zu krass, jetzt repariere ich doch auch die Zugfahrzeuge und nicht nur die Mäh-, Schneid- und Erntemaschinen. So, gleich sind wir da. 19.000 haben wir auf dem Konto, 50.000 auf dem Anhänger. Schauen wir mal, wie viel das gleich geben wird. Ich denke, das sollte eine ordentliche Ladung Geld rauskommen. Schön vorsichtig hier um die Kurve. Und dann sind wir auch schon da. So. Einmal abladen. Er gibt 10.000 Minimum. Und es werden einige Anhänger. 18.000. Da habe ich ja meinen Kontostand fast verdoppelt. Sehr genial. 18.000 bedeutet, das wären ja dann 36.000 pro 100.000 Liter. Und eine Million Liter würde 360.000 bringen. Ganz grob. Das ist eine ordentliche Ladung. Damit kann man sich so manches Feld schon kaufen. Und ich habe über 1 Million noch in dem Silo drin an Silage. Und ich brauche die aktuell nicht. Also vielleicht lasse ich 20.000 Liter übrig. Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir haben ja Quaderballen gemacht. Die müssen noch gern. Wir haben das Silo zugedeckt. Das muss auch noch gern. Ja, und jetzt Dezember, geht die Zeit hier ein bisschen schneller bei uns auf dem Server. Aber es ist auch so, dass zum einen beide Kühe im Stall der Trog sehr, sehr voll ist. Und zum anderen ist außen das Silo für den Roboter, wo der immer sein Zeugs rausholt, auch gut gefüllt. Also... ich glaube, ohne dass ich da was reinkippen muss, sollte es 3 Monate halten. Mindestens. Also bis März, April. Und das ist einfach so ein langer Zeitraum. Bis dahin ist das andere auf alle Fälle auch gegärt. Aktuell ist unser Plan tatsächlich so, dass wir immer unser Silo voll machen mit dem Gras, was wir halt mähen, so übers Jahr gesehen. Was wir für die Kühe brauchen, nehmen wir dafür. Was die BGA braucht, verkaufen wir der BGA. Und alles, was dann übrig ist, wenn es richtig gute Preise gibt, Dezember, Januar, wird dann einfach komplett verkauft. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das andere gegärt ist. Ich könnte mir sogar theoretisch vorstellen, dass wir sagen, wenn das im Januar fertig gegärt ist und der Preis ist immer noch gut, dass wir direkt schon mal die Hälfte verkaufen. Weil es ist so viel, könnte ich mir noch einen zweiten Kuhstall bauen. Das war jetzt dumm, aber es reicht, okay. Glück gehabt. Ich weiß nicht, eigentlich will ich die Schulden. Ich habe fast 3 Millionen Schulden gerade abbezahlen. Aber ich kann mir irgendwie auch vorstellen, zu sagen, ja, wir bauen noch ein, zwei Kuhställe. Und... schauen dann, dass wir die mit dem Futtermischwagen versorgen. Denn die Geschichte ist ein bisschen günstiger.
wie die Geschichte mit dem Roboter. Na, Rückwärtsgang hätte ich mir denken können. Das Gute ist an dem Wagen hier, dass man hier tatsächlich auch einseitig die Klappe da oben runter machen kann. Warte mal, wir schauen mal schnell. Ja, 1,3 Millionen Liter sind hier noch drin. Also, das gibt Richtung 400.000. Dann ganz genau habe ich 2,7 Millionen Schulden. Jetzt verrate ich mich hier. Verrate ich meiner Konkurrenz hier auf dem Server, wie viel Geld das ich habe. Ja. Keine Ahnung, ob die sich davon was rauslesen können. Aber rein theoretisch. Gut, weiß nicht, habe ich schon gesagt, aber Feld 70 ist ja inzwischen verkauft. Evergreen hat sich das gekauft und hat als Weizen, oder? Bin auch Weizen drauf gesät. Ne, warte, das war meins. Da ist noch nichts drauf auf der 70. Ja, eigentlich hatte ich das so nicht erwartet. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Hof Evergreen so viel Geld hat. Damit ist es passiert. Das ist auch nicht so schlimm. Wir haben eh krass viel an Fläche, die wir erstmal bewirtschaften müssen. Müssen wir mal schauen. Wir nehmen auch irgendein anderes Feld. Gerne auch Wald oder so. Was mir gerade einfällt, eigentlich könnten wir uns eine Silagezange kaufen. Da wird ein bisschen mehr reinpassen. Volumentechnisch das Doppelte. Dann könnte ich hier schneller laden, weil so muss ich jetzt 12 Schaufeln. 12,5 bis voll ist. Anders bräuchte ich bloß 6 Schaufeln. So. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel das wir schon haben. Aber jetzt mache ich erstmal hier. Ja, die Fahrzeuge, die schaukeln schon krass. Aber es ist in Realität ja auch so. Wenn es euch interessiert, wenn euch das Stichwort Rea-Mods gar nichts sagt, dann schaut in meine Mod-Vorstellungen. Ich habe die Mod-Teile ausführlich vorgestellt. Da sind eigentlich alle Infos drin, die ihr braucht. Und damit solltet ihr ein gutes Bild haben und entscheiden können, ob ihr die auch nutzen wollt oder eher nicht. So. Mal kurz spaßeshalber reinschauen. Ist der Preis schon gefallen? Nö. Das habe ich noch nicht im Detail untersucht, wann und wie schnell das der Preis fällt. Ich weiß nur, dass er irgendwann anfängt zu fallen. Und zwar immer schneller, je mehr das ich abliefere. Vermutung ist einfach, dass es irgendwie stundenbasiert ist oder so. Dass da einmal pro Stunde ein Skript drüber läuft, was kontrolliert. Ja. Wie viel wurde jetzt in der letzten Stunde an der und der Verkaufsstelle verkauft?
Ja, es muss schon stundenweise oder zwei, drei stundenweise sein. Tagesweise ist definitiv nicht. Oh, da sehe ich schon, wie viel das wir drin haben. Genau, wie viel wurde in der letzten Stunde verkauft? So denke ich mal. Und wurde da eine gewisse Summe verkauft? Da wird einfach gesagt, okay, jetzt nehmen wir den Preis um X Prozent runter. Wurde mehr verkauft, dann um Y Prozent. Soweit, bis halt ein gewisser Grenzwert erreicht ist. So, Delle. Schauen wir mal, wie viel Schaufeln das ich noch brauche. Ihr wart bestimmt fleißig und habt mitgezählt. Ich natürlich nicht. Und damit muss ich jetzt schauen, wo ich bleibe. Na, das sagt mir eh, wenn er voll ist. Ich schätze mal noch 5 oder so. Ui, ui. Und dann geht's wieder ab zum Viehhändler verkaufen. Nicht da drüben abkippen. Doch, gerade überlegt, ob ich euch gezeigt habe, wie viel das in dem zugedeckten Silo drin ist. Das sind 2,5 Millionen, aber wie viel ist es denn gegärt? Noch 0, okay. 0%. Das ist nicht viel. Aber wir haben es ja tatsächlich auch erst Ende des letzten Monats zugedeckt. Wird jetzt ein Weilchen dauern. Okay, bedeutet voll. Schaufelrunde, um Hydraulik zu entlasten. Genau, voll. Dann gehen wir mal verkaufen. Repariert habe ich jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob es. Ach, Rückweg lief eigentlich recht gut. Es war nur der Berg hier hoch. Vielleicht, wenn wir hier mit ein bisschen mehr Schwung rausfahren, ein bisschen den Schwung hier mehr mitnehmen, dann sollte die ganze Geschichte schon besser laufen. Wenn nicht, fahre ich dann einfach direkt mal kurz zum Reparieren nach der Ladung hier. 25, wir sind schneller unterwegs, das sehe ich schon. Aber wir werden aktuell noch langsamer. Er kann scheint nichts machen. Geht's wieder ein bisschen schneller. Ich habe Allrad wieder eingeschaltet. Der geht halt auch von alleine nach kurzer Zeit wieder raus. Gut, ist soweit auch realistisch, weil ich bin ja auch 40 km/h gefahren. Und weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so ein Traktor hat verschiedene Allrad-Varianten. Zum einen verschiedene Allrad-Varianten, die unterschiedlich greifen, also
Bei manchen Allrad-Varianten ist dann zwar Allrad an, aber es ist trotzdem noch ein gewisser Schlupf zwischen den Achsen zugelassen. Und eine Allrad-Variante ist sogar so aufgebaut, dass sie automatisch abgeschalten wird, sobald man eine gewisse Geschwindigkeit fährt. Muss man dann halt natürlich wieder einschalten, wenn man wieder arbeiten möchte, im Arbeitsmodus ist, aber ansonsten ja, wird die automatisch abgeschalten, dass man da, wenn man es vergisst, auf der Straße keinen erhöhten Reifenabrieb hat. Reifenabrieb und natürlich auch Getriebe und Allradverschleiß, Allradgetriebe. Nun gut, ich lade jetzt hier den Wagen auch nochmal ab, gibt nochmal 18.000 und dann mache ich einfach weiter. Wie gesagt, 359 kriegt man aktuell für die Tonne. Mein Limit ist so ja, bei 330 könnte ich schon als Limit nehmen. Weil selbst 340 ist ja schon ein guter Preis. Ja. Best schon möglichst viel verkaufen, weil ich weiß, Benny hat auch extrem viel Silage. Und wenn der dann gleichzeitig mit uns im Januar verkauft, dann wird es echt eine Wettfahrt um den besten Preis. Und ja, da will ich nicht unbedingt mitmachen. Gut, für diese Folge soll es das Ganze gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Eltis. Ciao, ciao.